Hallo Leute und willkommen zu meinem Review über die neuen Apple AirPods. Ich habe sie gestern erhalten und bereits ein Unboxing dazu gemacht, also ich blende euch das hier kurz oben ein. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch es gerne anschauen. Ich habe es jetzt ausführlich getestet und werde euch in diesem Video zeigen, was die Vor- und die Nachteile der AirPods sind. Die AirPods wurden im Vorfeld stark kritisiert, man war da schon relativ skeptisch bezüglich bestimmter Punkte, zum Beispiel, ob sie leicht herausfallen, man verliert sie leicht, ist der Sound wirklich so gut, was ist mit der Akkulaufzeit, und ich habe das Ganze jetzt mal selber getestet und werde euch sagen, was ich davon halte. Fangen wir gleich mit dem ersten Punkt an, nämlich wie gut halten die AirPods denn tatsächlich in den Ohren. Ich kann euch das mal so sagen, die EarPods, also die normalen beim iPhone beigelegten Kopfhörer, die fallen bei mir sehr schnell raus. Die halten nicht sehr gut, die muss ich immer wieder ins Ohr reindrücken, weil sie locker werden. Ich brauchte wirklich meinen Kopf nur auf die Seite kippen und schon sind sie draußen. Bei den AirPods schaut das interessanterweise ganz anders aus, obwohl sie die gleiche Bauform haben, gleich groß sind, die halten wirklich gut. Also die bewegen sich bei mir keinen Millimeter, egal wie sehr ich mich bewege. Ich habe wirklich die verrücktesten Bewegungen ausprobiert und sie fallen einfach nicht heraus. Und das ist schon mal ein ganz großer Pluspunkt, denn damit verhindert man schon einiges. Der nächste Punkt ist die Soundqualität. Auch da kann ich sehr Positives berichten, denn da glauben auch viele Leute, und auch ich war da eben ein bisschen skeptisch, die sehen gleich aus wie die EarPods, sind gleich groß, ist da dann die Soundqualität auch gleich? Definitiv nein. Also ich habe es gestern ausprobiert, ich war begeistert vom Sound. Man hat wirklich wesentlich vollere, tiefere Bässe, ein größeres Klangvolumen, aber eben vor allem die Bässe spürt man viel mehr. Also eine deutlich bessere Klangqualität. Die ist auf jeden Fall da. Man könnte wirklich sagen, man erhält eine Soundqualität von Kopfhörern aus dieser Preisklasse. Also man bekommt wirklich für die 179 Euro entsprechend die Klangqualität, könnte man sagen. Als nächstes komme ich zur Akkulaufzeit der AirPods. Apple selber gibt an, dass sie 5 Stunden halten sollen. Dabei ist wirklich aktives Musikhören von 5 Stunden gemeint. Und ich muss sagen, der Akku ist jetzt nicht so schnell leer gegangen, als ich sie verwendet habe. Und sie besitzen eine Powerladefunktion, wo ich schon in den Genuss davon gekommen bin. Das ist richtig schnell. Die AirPods brauchen von 0 auf 50% gerade mal 15 Minuten und danach kann man sie für weitere 2,5 Stunden wieder verwenden. Also eine wirkliche Powerladefunktion, und ich glaube, da werde ich einfach nie Probleme mit der Akkulaufzeit haben. Will man den Akku der AirPods checken, nimmt man nur sein iPhone her, klappt sie daneben auf und sie verbinden sich sofort. Klappt nur das Ganze wieder zu, ist die Verbindung wieder weg. Also das Ganze geht wirklich sehr schnell und förmlich in Echtzeit. Und hier sieht man dann eben, wie viel Prozent hat noch das Ladecase und wie viel haben noch die AirPods. Was gibt es noch Positives zu den AirPods zu sagen? Nimmt man einen AirPod aus dem Ohr heraus, wird die Musik sofort pausiert. Also wirklich, sobald der AirPod das Ohr komplett verlassen hat, sobald man den AirPod wieder reingibt, wird die Musik weitergespielt. Das Ganze geht sofort und ohne Probleme. Bisher hat das immer geklappt. Nimmt man beide AirPods raus, werden sie deaktiviert, um Akku zu sparen, und die Wiedergabe am Gerät wird beendet. Es gibt ebenso auch die Funktion, wenn sie im Ohr drinnen sind, an die Oberfläche hier doppelt zu tippen. Danach wird Siri aktiviert und man kann über Siri kommunizieren. Das Ganze funktioniert genauso gut über das Mikrofon da unten. Und man kann Siri einfach alles sagen, was man ebenso kennt. Ebenso, wenn man einen Anruf bekommt, kann man ihn durch einen Doppeltap annehmen und über das Mikrofon reden. Ich habe schon mit einer Person telefoniert und die hat gesagt, die Klangqualität des Mikrofons der AirPods soll wirklich sehr gut sein. Sobald die AirPods auf dem iPhone registriert wurden, sind sie auf allen anderen Apple-Geräten verfügbar. Das Ganze geschieht vollautomatisch, man muss sich um nichts kümmern. Das heißt, man hört zum Beispiel gerade über das iPhone Musik, geht zum Mac rüber, drückt dort auf Play und schon hört man über den Mac Musik. Das Ganze geht wirklich nahtlos und mit einer minimalen Verzögerung von ein paar Sekunden. Das war's auch schon mit meinem Review zu den neuen Apple AirPods. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Und wenn ihr noch Fragen zu den AirPods habt, dann schreibt in die Kommentare und ich antworte euch gerne drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Apple Pie.